Liebe Gemeinde, Erinnerungen, Englisch Memories, das ist der Titelsong unseres heutigen Pop-Up-Gottesdienstes, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte und auch Sie zu Hause am PC, am Bildschirm, Computer, wo auch immer. Erinnerungen, sie prägen unser Leben in ganz unterschiedlicher Weise. Da gibt es dunkle, belastende Erinnerungen, aber auch helle und frohmachende. Die dunklen Erinnerungen wollen wir nicht verdrängen, aber heute wollen wir auf die schönen Erinnerungen gucken. Welche schöne Erinnerung fällt Ihnen spontan ein? Was kommt Ihnen da zuerst in den Sinn? Ich lasse mal eine kleine Pause zum Nachdenken. Diese Frage habe ich vor dem Gottesdienst auch unserem Bandleiter Christian Probst gestellt, der heute mit Nicola, Alex, wen haben wir noch? Johnny und Philipp die Band leitet. Und er hat gesagt, da brauche ich gar nicht große Erinnerungen, wenn ich heute aus dem Fenster schaue und den Schnee sehe und die gezuckerte Landschaft, das ist meine Erinnerung. Und dann habe ich noch Pfarrer Schott gefragt, was seine schönste Erinnerung ist. Und da kam mein Hochzeitstag. Stadtdekan Dr. Körnlein wird sicherlich nachher in unserer Predigt auch mehr zu seinen Erinnerungen sagen. Wenn ich, mein Name ist Miriam Palke, an meine schönsten Erinnerungen denke, dann fällt mir spontan mein letzter schöner großer Urlaub mit meinem Mann ein und ich sehe uns in einer Eisdiele in einem kleinen italienischen Städtchen Pizzo sitzen und leckeres Schoko-Tartuffo-Eis essen. Und dann denke ich noch an den Besuch bei unserer Tochter, unserer großen Tochter, im Sommer 2020 in Holland. Aufgrund der Ferne und auch der Corona-Beschränkungen haben wir sie über Monate nicht gesehen. Und jetzt wohnt sie seit 2 Wochen wieder in unserer Region und es ist wunderbar, sie wieder live zu sehen und in die Arme schließen zu können. Aber bis dahin haben mir die schönen Erinnerungen an sie geholfen. Viele Menschen leiden unter den derzeitigen Kontaktverboten, Verbote von Urlaub, Kultur, Gastronomie. Das Einzige, was uns oft bleibt, ist die Erinnerung. Aber trägt sie? Reicht sie aus? Lass uns beten. Gott, wir kommen zu dir und wir bringen viel mit. Wir sind voller Gedanken und Erinnerungen. Was wir zurücklassen wollen, dir vertrauen wir es an. Was wir mitnehmen sollen, hilf du es uns tragen. Was uns erwartet, lass es uns annehmen. Gott, wir bitten dich, dass uns Gedanken und Erinnerungen nicht zur Last werden. Lass uns frei und unbeschwert nach vorn schauen und gelassen den Weg gehen, auf dem du uns führst und begleitest. Vergangenes und Kommendes. Altes und Neues, das Ende und den Anfang, alles, Gott, geben wir in deine Hände. Amen. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
ones here today. And toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Know my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you and I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything's gonna be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. And cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. And toast to the ones here today. And toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Do 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 do. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I carry these torches for you that you know I never drop it. And everybody hurts sometimes and everybody hurts someday. But everything's gonna be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. And cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. And toast to the ones here today. And toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back. Memories bring. Liebe Schwestern und Brüder, was ist das Erste, was Sie gerne nach dem Lockdown tun würden? So eröffnete jemand neulich eine Konferenz. Und spannend war, dass die Antworten gar nicht sich auf den Lockdown vor allem bezogen, sondern auf das, was ich nach Corona tun möchte. Und bei den meisten war es, ich möchte einfach wieder Menschen in den Arm nehmen. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Ich möchte an meinem Geburtstag einfach die Gäste nah bei mir haben. Ich sehne mich einfach danach, dass es wieder ganz unbeschwert sein möge. Freilich waren da auch Wünsche dabei. Ich möchte mal wieder zum Club ins Stadion gehen. Oder ein anderer hat sich darauf gefreut, beim Eckitaliener mal wieder mit dem Wirt einen schönen Grappa zu trinken. Und wie schaffen wir es bis dahin? Memories? Erinnerungen? Genügt das? Trägt das? Das Lied Memories von Maroon 5 singt von dem Toast auf die, die heute hier sind und einem Toast auf die, die fehlen. Denn der Toast bringt all die Erinnerungen zurück. Ja, die Erinnerungen bringen euch zurück. Das Lied singt dann sogar einen Toast auf die, die wir auf dem Weg verloren haben. Ich habe es mal ausprobiert. Einen Toast auf meinen verstorbenen Vater und all das, was er mir gegeben hat.
den Schwager, der nicht mehr bei uns ist, den Kollegen, die Freundin der Familie. Kostbare Erinnerungen steigen hoch. Dankbar beiße ich mir auf die Lippen für das, was sie mir gegeben haben. Ein Toast aktiviert die Erinnerung, hält mir das Bild fest, weckt in mir dankbare Gefühle. Erinnerung hält fest, auch die Lebenden, auch diejenigen, die derzeit oft viel zu fern sind. Erinnerung hält den schönen Abend bei Freunden fest. Ich brauche die Erinnerung. Wörtlich, dass das Schöne, was ich erlebt habe, nach innen geht, dort verankert wird, dort festgemacht wird. Ich kann das mit einem Toast tun. Ich kann das mit dem Eintrag in ein Tagebuch tun. Hauptsache, ich erinnere mich nochmal und immer wieder. Entscheidend ist, dass ich es mir vergegenwärtige. Frau Palke hat vorhin vom schönen Urlaub erzählt. Die schöne Begegnung gestern oder vor 10 Jahren, das besondere Erlebnis. Die Psychologie beschreibt die Erinnerung als mentale Wiederbelebung früherer Erlebnisse und Erfahrungen. Das Bewahren der Erinnerung, das Wiederbeleben, erspart uns, dass wir es permanent wieder hervorbringen müssen, permanent uns nach dem Kick sehen, nachjagen. Ich muss nicht permanent neu mich der Zuwendung vergewissern, den neuen Liebesbeweis ersehnen. Wenn ich mich an das Schöne erinnere, überfordere ich den aktuellen Augenblick nicht. Erinnerungen halten zusammen, was lange getrennt ist. Sie halten die Menschen bei mir, die ich derzeit nicht erreichen kann. Sie halten aber auch den Urlaubsort bei mir. Ich denke an dich. Was für ein wohltuender Satz, wenn Eltern es dem Sohn, der Tochter mit auf dem Weg in eine Prüfung geben, dem Partner für eine berufliche Herausforderung früh, ich denke an dich, oder auf dem Weg zum Arzt. Ich denke an dich, eine SMS, ins Büro. Schreiben Sie doch nach dem letzten Ton des Gottesdienstes gleich eine Nachricht an Menschen, die in ihrer Erinnerung weit zurückgerückt waren. Oder rufen Sie die an. Das tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus bei seiner letzten Feier mit seinen Freunden, genannt das letzte Abendmahl. Die Basisbibel übersetzt es natürlich mit: Das tut zu meiner Erinnerung. Unser Glaube, das ist die Beziehung zu Gott, lebt eben auch von der Erinnerung. Wir erinnern uns an das, was wir mit Gott erlebt haben. Damals am Kirchentag, wo ich mit 100.000 Menschen auch für den Schuldenerlass der ärmsten Länder gebetet und unterschrieben habe. Oder ich erinnere mich an die schwere OP, wo dann doch alles zum Guten gewendet wurde. Damals, als in dem Unfall enorm viel Glück im Unglück dabei war. Oder die schöne Gemeinschaft in einem Gottesdienst. Unser Glaube lebt auch von der Erinnerung unserer Väter und Mütter und deren Väter und Mütter, von der Erinnerung des Durchzugs durch das Rote Meer, als alles ausweglos war. Der Weg nach vorne versperrt, keiner wusste, wie es weitergehen soll. Der Weg nach hinten, es preschte heran, damals der sichtbare Feind, heute manch unsichtbare Feinde. Und plötzlich tat sich doch ein Weg auf, gut hindurchzukommen. Wir müssen diese Erinnerung weitererzählen. Die alten Israeliten haben es weiter und weiter erzählt und in dieser Tradition stehen wir heute auch. Ein Toast auf alles, wo wir durch die Fluten hindurchgeführt wurden.
Die Erinnerung ist die mentale Wiederbelebung früherer Erlebnisse und Erfahrungen, wie recht die Psychologen an dieser Stelle doch haben und unserem Glauben Wegweisung geben. Wir brauchen die Erinnerung auch daran, dass Jesus im Garten Gethsemane bei Gott nicht mehr durchgeblickt hat. Er wollte den schweren Kelch loswerden. Wir brauchen die Erinnerung, dass sich an Karfreitag alles Leben verfinstert hat. Und eben an den Ostertag. Der Stein, der das Leben eingesperrt hat, wurde weggewälzt. Und Jesus trat als Sieger über den Tod heraus. Kein Augenblick, keine Finsternis, keine Pandemie ist mehr ohne diese Berührung mit dem ewigen Leben. Jedes Osterlied ist ein Toast auf diese Erinnerung und wiederbelebt, aktualisiert sie in unseren Alltag hinein. So kann auch ich auferstehen und das Leben gestalten, auch gegen alles, was derzeit nach Tod schmeckt. Was war das Balkonsingen zu Beginn der Pandemie für ein herrlicher Aufstand gegen alles, was das Leben nach unten ziehen wollte? Wir brauchen die Erinnerung auch an die Wunder, die wir gemeinsam erlebt haben. Das Wunder meiner Generation, 9. November 1989, als nach Kerzen und Gebeten die Mauer aufging, die Revolution friedlich verlief. Und ein Toast auf all die schönen Pop-up-Gottesdienste, hier, als sich noch 200 Menschen in der Kirche treffen konnten. Der Toast auf die Erinnerungen liefert uns nicht bedingungslos der Gegenwart aus. Der Toast auf die schönen Erinnerungen macht uns dadurch auch Mut auf die Zukunft. Wie jemand mal sagte, Gott gibt uns die Erinnerungen, damit wir auch im Dezember Rosen haben. Schöne Erinnerungen sind der Nährboden, aus denen die Melodien der Zukunft werden. Hoffnung ist die Gabe, diese Melodien der Zukunft zu hören. Und der Glaube ist der Mut, danach jetzt schon zu tanzen. Freilich, tanzen können wir zurzeit nur im Wohnzimmer. Aber mit unseren Erinnerungen sitzen wir nicht fest und warten nur auf bessere Zeiten. Wir pflegen, was sein wird. Tanzen nach den Melodien der Zukunft, gespeist aus der Erinnerung, den Erfahrungen der Vergangenheit, gewiss in der Gegenwart. Ein Toast auf den, der ist und der war und der da kommen wird und es heraufführen wird. Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. In my head that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure all. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. No, you say I am loved.
at your feet. You have every failure, God, you have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours. Lasst uns beten. Gott, wir schauen zurück und voraus. Zurückblickend sind wir dankbar für alles, was uns geschenkt wurde. Traurig über das, was wir verloren haben, froh über alles, was wir erreicht haben und enttäuscht über das, was misslungen ist. Wir mussten Abschied nehmen von Menschen, die wir lieb hatten. Wir haben Freunde gefunden, die in unser Leben getreten sind. Wir haben einander Freude bereitet und wir sind aneinander schuldig geworden. Schönes und Schweres, Angenehmes und Belastendes, wir legen es in deine Hände. Vorausblickend, da wissen wir nicht, was auf uns zukommt, was uns gegeben und was uns genommen wird, was wir gewinnen und was wir verlieren werden. Wir bitten dich, Gott, für uns und für alle, um Gesundheit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Gelassenheit und Humor, Vertrauen und Hoffnung, um Trost und Ermutigung, um Freiheit und Frieden und um deinen Segen an allen Tagen und auf allen Wegen, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder. Amen. Erinnerungen machen uns Mut für die Zukunft, so hat es Herr Dr. Körnlein in seiner Predigt gesagt. Genau das wünschen wir uns für Sie, Mut, Zuversicht und die Fähigkeit, heute zu tanzen. Der nächste Pop-Up-Gottesdienst findet am 28.02. mit dem Titelsong Little Help von Boss Hoss statt. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch da wieder begrüßen dürfen. Vielleicht klappt es ja dann auch mit ein paar Gottesdienstbesuchern mehr. Und mit seinen Worten beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt all of the hate.
trip was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I carry these torches for you, that you know I never drop it. And everybody hurts sometimes, and everybody hurts someday. But everything's gonna be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. And cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. And toast to the ones here today. And toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back.